Yo, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Euro Truck Simulator 2 Promods, beziehungsweise Promods und mehr. Warum, erkläre ich euch noch. Warum kam jetzt auch längere Zeit kein ETS mehr? Man könnte vielleicht sagen, die Lust war nicht groß da. Aber soll nicht heißen, dass es nicht trotzdem noch weiterkommt und ich sehe gerade, wir haben echt nicht viel Geld. Nein, warum sage ich Promods und mehr? Ich habe mich mal darum bemüht, etwas aufzurüsten. Was meine ich mit aufrüsten? Das hier meine ich mit aufrüsten. Denn wir haben so gesehen jetzt viel, viel mehr Auswahl, irgendwo hinfahren zu können. Und dachte mir, warum nicht einfach mal uns darum kümmern, das Projekt Completo Mundo aufzurüsten. Und würde auch sagen, lasst uns ohne große Umschweife kurz Görlitz auswählen, weil in Görlitz haben wir beim letzten Mal sind wir ja stehen geblieben. Was ist denn für Y? Na komm, lass uns einfach direkt mal da hinfahren. Wobei, nee, eigentlich bräuchten wir Geld. So sollte ich die Frage vielleicht Richtung Bonrech. Warte mal, lass mal kurz aus reinem Check gucken. Was ist denn das, was das am meisten Geld bringt? Ja, wirklich Richtung Reims. Aber ich weiß nicht, ob wir schon stark genug dafür sind, ne? Ach komm, lasst uns einfach mal nach was Neuem hinfahren. Dann müssen wir zwar gucken, dass ich noch mehr fahren muss, damit wir irgendwie mal wieder ins Plus kommen. Wir haben einiges an Geld verloren. Deswegen. Was ich aber noch kurz machen muss, ist irgendwie... Ich habe gesehen, dass hier was deaktiviert ist. Ich weiß nicht, warum die Bußgelder aus waren. So! Dann wollen wir mal... Fahren Sie geradeaus. Muss ja erstmal hier rausfahren. So. Wow, fahren. Ja. Hätte ich bitte auch mal richtig hier stehen, dann wäre es auch einfacher. Lässt du mich da vorbei? Herzlichen Dank. Ich würde nämlich gerne mal hier rauf. So, ne, wir haben einige veränderten Mods jetzt mit hier drin, die fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Erste Ausfahrt. Mehr reinbringen, zum Beispiel halt nehmen hier. Sie die Ausfahrt. Poland Rebuild ist drin. Biegen deswegen, Sie links ab. Deswegen sieht auch Polen ganz anders aus als beim letzten Mal, als wir halt drauf gefahren sind. Abbiegung links vor Ihnen. Deswegen, ich. Ich kenne das selber noch nicht genau, wie das halt hier aussieht und deswegen... So, wir müssen hier nach Postbett, das Postpeed, wie auch immer. Ankunft. Weiter, wir müssen safe noch einmal tanken. So, dann holen wir uns mal kurz diesen Auftrag. Nee, das hier nicht. Ich habe jetzt aber hier den Auftrag plötzlich nicht mehr drauf. Wenn ich hier aber jetzt in den Auftrag gucke, fahre ich da gar nicht mehr hin. Was ist das? Gucken wir nochmal bitte hier rein. Da! Den habe ich hier aber gar nicht drin. Was ist das denn? Oh,
Ach, Spiel, warum ärgerst du mich denn jetzt? Wieso gibst du mir denn den Auftrag nicht, wenn du mir den eigentlich geben willst? Ja, wenn du mich damit ärgern willst, dann haben wir halt das hier. Wirklich. Ich dachte, wir könnten wenigstens noch was ganz Neues direkt fahren. Aber irgendwie kriege ich einfach nicht diesen Auftrag. Keine Ahnung, wo da der. Keine Ahnung, wo da der Bug. Also, was das für ein Bug sein soll. Abbiegung rechts vor Ihnen. Jo. Yeah. Biegen Sie rechts ab. Was? Meine Fresse, ich hab kaum Geld. Hauptsache, ich mache noch mehr Minus. Nehmen Sie die Ausfahrt. Fahren kann ich immer noch. Fahren Sie geradeaus. Aber ihr seht ja zum Beispiel hier, wie das hier aussieht, mit vielen Nebenstraßen, dies, das halt, ne? Das sah, wenn man so den vorigen Part sich anschaut, sah das nicht so aus. Fahren Sie geradeaus. Eben gerne, wenn jetzt hier keiner kommt, machen wir das. Ankunft. Oh, wenn ich jetzt hier den Frankreich-Auftrag nicht habe, ne, dann fühle ich mich geärgert. Perfekt. Versuchen wir das einfach mal. Mehr als schief gehen wird es nicht. Da ist der Auftrag. So. Aber die Kirche hat es aber auch gerade, oder? Schlecht eingeschert. Ja, habe ich. So, dann wollen wir uns diesen Auftrag mal ranholen. Biegen Sie rechts ab. Oh Mann, ist das der Kopfsteinpflaster? Scheint so. So. Abbiegung links vor Ihnen. Jojo, ich weiß. Ich muss ja erstmal hier irgendwie es schaffen, aus Görlitz rauszukommen. Biegen Sie links ab. Ja, genau, das ist die Taste, die ich drücken wollte. Abbiegung links vor Ihnen. Ja, die kommt da vorne aber erst. Biegen Sie links ab. Guck mal, die mich mitspielen lassen. Ich glaube, nach dem Bus müsste ich können. Perfekt. Sag mal, das ist ganz schön, es sind ganz schön enge Straßen halt. Zweite Ausfahrt. Ja klar. Nehmen Sie die Ausfahrt. Nur weil ich kurz gebremst habe, hat die KI gedacht, ja, dann kann ich auch drauf fahren oder so. Schweinerei ist das. Das hier kann so sein. Ich brauche die Karte da jetzt nicht.
Ich muss jetzt gerade überlegen, was so alles drin ist, dass ich das euch irgendwie sagen kann. Also, logischerweise ist ProMods drin. Von ProMods auch Middle East. Was rausgefallen ist, ist Trailers & Company, was ich dran hatte. Weil ich das wohl mit einer anderen Company, die jetzt die Sache am Mod oder so beißen könnte, weiß ich nicht. Dann halt Poland Rebuilding, also Polen überarbeitet. Project Turkey. Great Stepper. Dann so Kaukasus, so eine Kaukasus Map Mod. Einige Road Extensions, damit das wohl irgendwie mit den Connections, dies das richtig funktioniert, dass ich halt von den Straßen zu den Straßen irgendwie komme. Dann noch irgendeine so Swedish Island Mod, dass ich halt in puncto Schweden oben ein bisschen mehr habe. Dann die Rush Map, also dass ich so bei Russland fahren kann. Dann was mit Australien, also dass ich halt von Australien was fahren kann, was auch laut der Map in Afrika wäre, aber die Map kommt damit sowieso nicht wohl ganz so on point klar oder so. Dann, ich weiß nicht, was Van Map bringt, also was da so anders, was damit neu kommt oder so. Was war das denn noch? Ja, irgendwelche EAA-Sachen, das weiß ich, aber das ist keine Ahnung, was das mitbringt. Ich überlege gerade noch, mir fällt jetzt gerade nichts weiteres erstmal ein. Überlege gerade, ne? Also wir haben so einiges drin. Jedenfalls, ich habe über 90 aktive Mods. Wenn ich das Spiel neu starte, dauert das fast 30 Minuten, bis es geladen ist. Also etwas lange. Ich bin halt mal gespannt, wann wir in die neuen Maps, also neuen Maps reinfahren. Es wäre ja jetzt schon gekommen, aber naja, gut, Polen war ja schon was Neueres dadurch, weil es halt komplett überarbeitet ist. Darum geht's jetzt nicht. Nein, ja, ich weiß es nicht, wann wir mal irgendwann mal dazu kommen werden. Wird bestimmt interessant. Ich habe, muss ich mal witzigerweise dazu sagen, mir nie Gedanken zugemacht oder mir hat nie gedacht, dass ich irgendwann mal so escalate mit Mods, dass das ganze Projekt so jetzt aussieht, wie es nun mal aussieht. Nur der Name ProMods passt eigentlich zum größten Teil fast nicht mehr rein. Weil, wenn man überlegt, dass da Project Turkey, Poland Rebuild, Rusmap, Great Step, Swedish Island und alles mögliche mit drin hängt, ist das nicht mehr wirklich komplett ProMods. Eigentlich war ja geplant, dass ich nur ProMods mäßig fahre. Aber irgendwie, erst recht durch einen Kollegen von mir, also Froschi halt, die auf Twitch unterwegs sind, wissen, wen ich meine, da kam dann halt das eine und das andere dazu. Weil er wohl jemanden gefunden hatte, der so eine größere Map Collection fertig macht oder zusammenstellt, was er wohl vor vielen früheren Versionen schon mal hatte. Und ja, ne, muss man nichts weiteres zu sagen. Ist jetzt halt, wie sie's. Damit haben wir, aber so gesehen haben wir ein bisschen frischen Wind jetzt natürlich eingebunden, weil wir jetzt halt weitere Möglichkeiten, Ideen und whatever halt haben. Ich bin ja selber gespannt,
wie es halt wird. Und deswegen. Ich könnte ja mal selber mal gerne, wenn ihr möchtet, mal unten in den Kommentaren reinposten, was ihr denn davon haltet, was ich denn da gerade gemacht habe. Oder ob ihr meint, Promaz hätte aber voll jetzt. Entschuldigung. Promaz hätte jetzt vollkommen gereicht. Das hast du da jetzt gemacht, das war übertrieben. Oder so geht es schon, ne? Habe ich da eigentlich bitte für Background-Musik heute dann? Aber das ist so gesehen auch wirklich das allererste Mal, dass ich sowas mache. Also sowas hier jetzt. Große Mommy. Danke. Ich hab das ein bisschen zu spät gesehen. Und natürlich habe ich auch noch die Standard-Mods drin, wie der LKW aussieht. Ich habe einen anderen Sprachassistenten drin. Ich bin ja immer noch am Sprachassistenten testen, weil die Standardsachen hier Helga und wie heißt der andere, weiß ich gerade nicht, sind halt Standardsachen und ich hätte, da wollte ich halt testen, dann halt den Root Advisor, wie ihr ihn seht, diese Grafik-Sache hier mit Newstimer, die ich seit dem letzten Aufnahmesession drin habe, und mein Skin halt, der mir erstellt wurde und, das sind so typische Sachen. Einzige. Der einzige Nachteil an diesem Schritt hier ist, dass, wie soll ich es jetzt sagen, wenn jemals ein Versionsupdate wieder kommt, dass das ewig dauern wird. Bis irgendwann mal alle Mods geupdatet sind. Weil das sind halt unterschiedliche Mod-Entwickler dahinter, ne? Ich glaube, der kommt mit dem Gewichtchen nicht so ganz klar. Kann ich eigentlich mal kurz gucken? Nein? Ja, ich hätte das sogar. Dann mache ich das mal an. Habt ihr den eigentlich schon mal jemals kennengelernt mit sowas hier? So sieht das halt bei mir aus. Das sind meine Rundumleuchten. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon. Ich glaube, in dem Projekt habt ihr die noch nicht sehen können, weil wir noch keine Schwerlasten, glaube ich, gefahren sind oder so. Deswegen. Alter, hey, 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 hey! Was sollte das denn? Der sieht mich da kommen und zieht trotzdem rüber. Das hat mir wieder Geldabzug gegeben. Ich hab schon nicht viel Geld und in circa anderthalb Stunden Spiel da unten wird mir nochmal Geld abgezogen.
Mann, Spiel, wie kann man bloß heute so gemein zu mir sein? Ist ja mein, ist ja fies. Entschuldige, boah, was ist denn jetzt Phase? Warum bin ich jetzt so müde? Jetzt dürfte ich wieder nur im rein Promotz fahren. In Deutschland zum Beispiel ist keine wirkliche Rebuild-Mod drin. Es ist halt Deutschland überarbeitet durch Promotz. Bonke, ich glaube ich auch. Bleiben Sie links. Würde ich gerne. Würde ich gerne! Manchmal ist. Also, so manchmal hasse ich die KI, aber gut. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch irgendeine. Eine. KI-Mod. Also, KI-Mod reingepackt, wie. Keine Ahnung. Dann wäre es noch, glaube ich, schwieriger. Alter, dass ich jetzt gerade so eine blöde Downphase habe, geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Und das ist ein kleines bisschen. Ich find's immer noch witzig. Das ist immer wieder amüsant. Ich wurde in Discord angeschrieben jetzt gerade. Die Nachricht kann ich, sehe ich. Aber die Nachricht kann ich jetzt gerade selbst nicht lesen, weil ich halt natürlich in der Aufnahme bin. Ich weiß nicht warum, aber gut, habe ich das nicht schon mal in der Aufnahme gesagt, dass es gerne mal vorkommt, dass man mich mitten in der Aufnahmesession gerne mal einfach mal anschreibt. Ne? Ich jetzt eigentlich komplett bis rüber Richtung Frankreich hier auf dieser. Ist das hier die A5? Ich glaube, das dürfte die. Ne, das ist nicht die 45, oder? Aber hier die Autobahn ist das hier. Versucht das gerade zu entziffern, dass ich das mal langsam mal lese. Ich bin auf der. 4! Der A4 bin ich gerade. Richtung Frankfurt. Nur irgendwie so. Ich bin gespannt, ob ich auf der Autobahn bleiben werde oder ob ich switchen werde. Wo muss ich eigentlich genau nochmal hin? Nach Reims. In den Steinbruch. Ja, da freue ich mich ja schon drauf. Baustellen habe ich denn hier auf einmal? Ihr könnt mir ja mal bitte mal gerne mal, was mir noch einfällt, weil ich ja jetzt hier so viele Mods drin habe. Wie soll ich denn jetzt ab sofort das Projekt nennen? Ich habe keine Ahnung, nämlich. Weil Promods ist es ja so gesehen nicht mehr wirklich. Ja gut, im Ladebildschirm steht jetzt was von WoW Extended Project, aber das liegt einfach, denke ich mal, daran, weil ich WoW Extended Mods drin habe, logischerweise.
Ja, damit bin ich jetzt noch ärmer. Und dieser Auftrag hier bringt gerade mal 24.716 Euro. Wie viele davon kriege ich noch? Ist jetzt noch alles. Nee, wie gesagt, keine Ahnung, wenn wirklich das Projekt jetzt nennen. Ich könnte jetzt, Euro Truck Simulator 2 Mega Map nennen, wie gerne Froschi das nennt. Weil es halt eine, sagen wir, Mega Map ist. Klingt aber komisch. Ja, er zieht auch rüber. Ich verstehe es nicht. Die sehen mich da ankommen. Und machen das. Was soll ich denn machen? Komplett auf einer Autobahn abbremsen oder was? Wisst ihr übrigens gerne, auf was für einer 60 ich manchmal auch gerne fahre? Diese hier. Etwas angeschrägt, die sieht von außen so. Ich finde, die hat auch teils was. Aua! Entschuldige, so. Oder was meint ihr? Einziger Nachteil ist natürlich, ich habe jetzt kein Navi mehr im Blick. Und so deswegen. Fahr doch mal schneller! Danke! Bleiben Sie links. Oh, wir wechseln hiermit, die 4 ist wohl Ende und wir wechseln jetzt auf die 7 rüber. Okay. Schaffen wir das ohne abbremsen zu müssen auf dieser Kurve hier? Weil manche Kurven funktionieren, aber nicht alle. Logischerweise halt. So, kann ich rüber? Danke. So. Und jetzt sind wir. Müssten. Also, was habe ich davon gelesen? Das wäre jetzt die 7 hier. In welche Richtung fahren wir denn da? Das wäre Richtung. Immer noch Frankfurt? Nee. Was sind jetzt die 7 oder die 5? Hier sind 2! What the fuck? Ich glaube, ich muss hier rüber, ne? Wenn wir hier bleiben, dann sind wir auf der 5 und nicht auf der 7. Bleiben Sie links. Ja. Wenn wir jetzt abbiegen würden, wären wir auf der 7. Aber wir fahren immer noch Richtung Frankfurt am Main. Also, ein bisschen logischerweise zu kämpfen. Wie sieht's eigentlich, ja, tanktechnisch aus? Oh, ja. Yeah. Wir nehmen mal die nächste Tankstelle mit, wenn dann eine kommt. Bleiben Sie links. Ich denke mal, sicher ist sicher. Nee, da wäre keine Tankstelle. Hier ist nur ein reiner Rastplatz. Aber ich meine, wir müssten eigentlich auf diesem Weg hier irgendwann eine Tankstelle bekommen. Hoffe ich.
Sonst haben wir später Probleme, weil dann unser Tank leer ist. Und das möchte ich ja nicht. Wir müssen halt irgendwann mal gucken, dass wir mal weiteres Fahrwerk bekommen, dass wir einen größeren Tank bekommen, weil unser Tank hält jetzt auch nicht ewig viel aus, ne? Wir haben jetzt nicht so viel. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Jo, habe ich mir schon fast gedacht. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Die Ausfahrt wirkt. Mhm. Die Ausfahrt biegen Sie rechts ab. Ist gerade nicht. Also Richtung Würzburg komme ich wohl hiermit nicht. Wenn nach Würzburg müsste ich auch nicht. Wäre ein bisschen sonst fehlerhaft, also fail. Ich bräuchte trotzdem bald einfach mal netterweise eine Tanke. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal eine. Upsa. Ein Autohof. Vielleicht könnte der Autohof was haben, oder? Da gibt es runter auch eine B-Zone, die B-Zone von uns auch nicht sein.